Jürgen Milski fliegt bei Promi Big Brother raus. 28. November. Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet, am 11. Tag bei Promi Big Brother war die Reise für Jürgen Milski vorbei. Nachdem Big Brother ihn und Paulina Lubas zu einer ähnlichen Aussprache gezwungen hatte, wie bereits einige Tage zuvor Peter und Iris Klein, musste der Ballermann-Star seine Koffer packen und war selbst sichtlich überrascht von seinem frühen Exit. Im Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen gab er zu, dass er gerne länger geblieben wäre, räumte aber auch ein, sich gegenüber der Reality-Kandidatin teilweise nicht korrekt verhalten zu haben. In der Late-Night-Show gab Jürgen dann außerdem zu, damit gerechnet zu haben, von seinen Promi-Big-Brother-Kandidaten nominiert zu werden, mit einem Exit durch die Zuschauer habe er letztlich dann aber nicht gerechnet. Promi-Big-Brother, bitteres Aus für Jürgen Milski. Denkt, er sei was Besseres. Jürgen Milski galt als Favorit auf den Sieg bei Promi Big Brother, doch das Blatt hat sich in der ersten Woche gewendet, der Ballermann-Star ist raus. Einer, der es kommen sah, war Ex-Kandidat Sam Dillon. Promi Big Brother, hat sich Jürgen Milski seinen Sieg selbst verspielt? Ein Satz mit X, neben dem doch recht harmonischen Miteinander zwischen Peter und Iris Klein, beide 56. Bei Promi Big Brother dürfte viele Zuschauer vor allem eines überrascht haben, und zwar das Verhalten von Jürgen Milski, 60. Das Ballermann-Urgestein, das vor Jahren bereits Teil der ersten Normalo Big Brother Staffel war, galt für viele als absoluter Favorit auf den Sieg, doch in den letzten Tagen verspielte der 60-Jährige immer mehr seiner Sympathiepunkte. Angefangen mit dem Mega-Eklat mit Paulina Lubas, 26. Bei der er die Reality-Bekanntheit unter anderem als Lachnummer und Suppenhuhn bezeichnet hatte, stieß in den darauf folgenden Tagen auch vielen Jürgen Milskis überhebliches Verhalten übel auf. Beim Containerputz witzelte er beispielsweise, er sei zu höheren Aufgaben berufen, als das Klo zu putzen. Die Quittung folgte an Tag 11 prompt, der 60-Jährige musste den Container verlassen. Ex-Kandidat Sam Dillon, er denkt, er sei was Besseres. Den Zuschauern von Promi Big Brother gefiel das Verhalten ganz und gar nicht, seit Tagen forderten viele im Netz den Exit für Jürgen Milski. Und auch Ex-Kandidat Sam Dillon, 34, mutmaßte bereits vor Tagen, dass sich der Ballermann-Star die Chancen auf den Sieg längst verspielt hatte. Im Interview mit ogmark.de erklärt er, ich war von Anfang an kein Fan von Jürgen, das habe ich auch schon in meinem Live, Insta-Live. Anmerkung. D. Redaktion, beim Einzug gesagt. Für mich ist er stehen geblieben, er hat sich nach seinem ersten Big Brother nicht weiterentwickelt, so Sam. Weiter ging er hart mit Jürgen Milski ins Gericht. Außerdem denkt er sei was Besseres. Das hat er ganz klar in seinem Streit mit Paulina gezeigt. Ein Sieg ist für ihn in weite Ferne gerückt, er hat den Sieg verspielt. Für mich ist Jürgen inzwischen ein Vorzeigeergebnis eines alten weißen Mannes, der völlig weltfremd ist. Autsch! Knallharte Worte für den bislang so beliebten Ballermann-Star. Letztlich musste Jürgen Milski seine Koffer tatsächlich als dritter Bewohner nach Patricia Blanco und Philo Kotnik packen. Promi Big Brother läuft täglich in Sat.1 und auf Join. Promi Big Brother, Peter Klein berichtet von mehrstündigem Beauty-Eingriff. Jürgen Milski fassungslos. Im 24/7-Livestream von Promi Big Brother reden die Kandidaten Tacheles. Diesmal haben Peter Klein, 56, und Patrizia Blanco, 52, über Schönheitsoperationen gesprochen. Da konnte Jürgen Milski, 60, nur staunen und gebannt zuhören. Als Peter Klein, der im echten Leben als Maler und Lackierer arbeitet, von seiner Haartransplantation berichtet, ist das Big Brother-Urgestein Jürgen schockiert. Tut das nicht weh? Wollte er von seinem Mitstreiter wissen. Ja klar, das war schon sehr schmerzhaft, erklärte Peter Klein. Es sei auch ein komisches Gefühl gewesen, einen Bohrer an seinem Hinterkopf zu spüren. Vor allem habe der Eingriff ganze 6 oder 7 Stunden gedauert und das, obwohl 2 Leute die Transplantation durchgeführt hätten. Insgesamt seien ihm rund 700 Haarwurzeln, also so um die 2100 Haare, vom Hinterkopf in die Geheimratsecken verpflanzt worden. Jürgen Milski ist total fassungslos, dass der Eingriff so lange gedauert hat, nur für den Bereich? Er überlegt laut,
wie lange man dann wohl für eine komplette Haartransplantation brauchen würde.